Xylem stellt sein neues generatives Werkzeug GenSwap vor. Es ähnelt dem Photoshop-Werkzeug Generatives Füllen und steht Luminar Neo-Abonnenten und den Besitzern des Creative Journey Pass 2023-24 ab 16. November zur Verfügung. Interessiert es euch, was dieses neue generative Tool leistet und wie es im Vergleich zu Photoshops Generatives Füllen abschneidet, seid ihr hier genau richtig. Ich bin Klaus. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo zusammen. Wer Luminar Neo noch nicht hat, findet in meiner Videobeschreibung einen Link zu einer voll funktionsfähigen Testversion. Bitte benutzt meine Links. Ihr unterstützt damit meinen Kanal, indem ich eine kleine Provision erhalte, ohne dass sich euer Preis dadurch erhöht. Was hat es denn nun auf sich mit diesem neuen Tool? GenSwap. Zunächst mal eine Klarstellung. Manchen Kommentaren zu meinem Video zu Luminar GenArrays, dem Werkzeug, das erst vor kurzem veröffentlicht wurde, konnte ich die Enttäuschung darüber entnehmen, dass GenArrays nur löscht. Man aber nicht definieren kann, was anstelle des gelöschten Bereichs eingesetzt werden soll. Immer wieder wurde GenArrays mit dem Photoshop-Werkzeug Generatives Füllen verglichen. Der Begriff Erase bedeutet auf Deutsch eben nicht füllen, sondern löschen. Und genau das macht GenArrays. Es löscht unerwünschte Bildbestandteile, radiert sie weg und ersetzt sie durch einen Hintergrund. Der Begriff Swap hingegen steht für das deutsche Tauschen. Hier tauschen wir also ein vorhandenes Objekt gegen ein anderes aus, das wir mit Worten beschreiben können. Daher der Name GenSwap. Schon viel eher vergleichbar mit der viel zitierten Photoshop-Funktion Generatives Füllen. Genau genommen baut ja GenSwap auf GenArrays auf. Denn überlegt mal, erst muss ja etwas gelöscht und der vermutete Hintergrund eingefügt werden. Erst dann kann das generierte Objekt drübergelegt werden. Sehr deutlich wird das bei Fenstern, durch die man hier den ursprünglichen Hintergrund sehen sollte. Ob das klappt, werden wir in einem der folgenden Beispiele sehen. Mit dieser generativen KI-Technologie könnt ihr eine Bildkomposition ändern, indem ihr Objekte ersetzt oder austauscht oder nahtlos neue Details hinzufügt, die von der KI nach euren Vorgaben generiert werden. Mit GenSwap könnt ihr auch Bilder verbessern, indem ihr Elemente wie Bäume, Tiere und mehr zu einem bisher leeren Bereich hinzufügt. Um es gleich vorwegzunehmen, beide, sowohl Adobes Photoshops Generatives Füllen als auch Luminar Neos GenSwap, basieren auf der KI-Software Stable Diffusion. Die beiden Hauptunterschiede sehe ich zurzeit nur darin, dass Photoshop drei alternative Variationen zur Auswahl vorlegt, GenSwap dagegen nur eine produziert. Und darin, dass die Auswahl des zu füllenden Bereichs bei Photoshop mit verschiedensten Auswahlwerkzeugen erfolgt, bei GenSwap ganz einfach mit dem Pinsel markiert wird. Sehen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Dazu steht mir erstmal eine Beta-Version zur Verfügung, die noch nicht alles beherrscht, was die Endfassung von GenSwap können soll. Zwar habe ich dieses Video vorbereitet, doch alles, was ihr gleich sehen werdet, geschieht live. Das heißt, wenn etwas abstürzt, seht ihr das. Wenn etwas schief geht, seht ihr das. Nur die Bearbeitungszeiten und die Markierungsarbeiten, die kürze ich generell etwas ab. Denn diese Zeiten sind sowohl bei Photoshop als auch bei GenSwap etwa gleich lang. Bei diesem Bild möchte ich die Dame auf dem Boot steckt durch einen Rottweilerhund ersetzen. Der auszuwählende Bereich, der muss nicht unbedingt dem zu entfernenden Objekt ähneln. Ich klicke auf GenSwap, vergrößere mit dem Mausrad bei gedrückter Shift-Taste meinen Pinsel und wähle aus. Hier unten könnte der Hund stehen. Er könnte auch etwas schräg stehen. Es muss genug Platz geschaffen werden, um ein neues Objekt einzupassen. Wenn ihr ein Objekt maskiert, stellt sicher, dass ihr seine Schatten, die Reflexionen und alle seine Teile mit erfasst. Jetzt folgt die Textbeschreibung. Verwendet Substantive und beschreibt deren Eigenschaften mit Adjektiven. Beschreibt genau, was ihr sehen wollt, zum Beispiel blaues Meer, großer Tiger. Vermeidet Verben. Speziell die Verben ändern,
löschen, entfernen, ersetzen, hinzufügen oder erstellen. Beschreibt einfach detailliert, was ihr erhalten möchtet. Wenn ihr eine Fehlermeldung unangemessener Inhalt erhaltet und sicher seid, dass kein Verstoß gegen Skylums Geschäftsbedingungen vorliegt, dann versucht, die Maske oder die Eingabeaufforderung zu ändern. Im Moment funktioniert GenSwap mit Eingaben in Englisch. Es könnte auch mit anderen Sprachen funktionieren, aber für genauere Ergebnisse wird vorläufig empfohlen, die Eingabe auf Englisch zu schreiben. Wer ein Problem mit Englisch hat, geht im Browser zu deepl.com, gibt links den deutschen Text ein und kopiert rechts den englischen. Ganz einfach. Den Link zum Kopieren findet ihr auch in der Videobeschreibung. Meine Eingabe großer Rottweilerhund gebe ich also auf Englisch ein. Da die Entwickler uns auch gesagt haben, die Beta-Version versteht in jedem Fall noch kein Deutsch. Sollte es in der Endversion bei euch Probleme mit der deutschen Beschreibung geben, versucht es auch eben mit den englischen Begriffen. Das sollte in jedem Fall funktionieren, denn die KI wird immer zuerst mit englischer Sprache trainiert. Also schreibe ich Rottweiler Dog und klicke auf Swap. Und wir warten. Die notwendigen Daten werden jetzt zum externen Server geschickt, dort verarbeitet und danach zu Luminar Neo auf euren Rechner zurückgeschickt. Es wird dabei niemals das ganze Bild hochgeladen. Trotzdem dauert das eine ganze Weile, weshalb ich diesen Vorgang bei den weiteren Beispielen abkürze. KI hat unbegrenzte Möglichkeiten, sodass auch die Ergebnisse unzählig sein können, bis wir das gewünschte Ergebnis erhalten. Bei jedem neuen Durchlauf mit gleichen Daten wird ein etwas anderes Ergebnis erscheinen. Und da haben wir's, das Ergebnis. Ein großer Rottweiler, der die Dame auf dem Bootssteg ersetzt. Und er hat sogar, ich setze mal die Auswahl zurück, wenn man genau hinguckt, auf dem Bootssteg den passenden Schatten. Vergleichen wir das kurz mit Photoshop. Ich ziehe den entsprechenden Rahmen auf, etwa in der gleichen Größe, wie ich das in Luminar eben auch getan habe, klicke auf generative Füllung und schreibe wieder Big Rottweiler Dog. Und hier klicken wir auf Generieren. Der grüne Fortschrittsbalken hier oben, der gaukelt uns etwas vor. Er zeigt nicht die Realität. Er startet so schnell, dass man glauben könnte, hey, das geht aber fix. Aber je weiter er sich dem Ende nähert, wird schon klar, auch bei Photoshop wird nur mit Wasser gekocht. Das ging allerdings geringfügig schneller. Auch hier sehen wir am gleichen Ort einen Rottweiler. Nur mit dem Unterschied, wir haben hier gleich drei Varianten zur Auswahl, ohne den Vorgang erneut anstoßen zu müssen. Der sieht aber eher aus wie ein riesiger Dackel. Gut. Ja, der würde mir schon eher gefallen. Er sieht etwa aus wie der, den wir eben bei Luminar Neo GenSwap hatten, nur dass er andersrum steht. Aber das ist auch egal. Wir könnten jetzt hier nochmal auf Generieren klicken und bekämen die nächsten Ergebnisse. Bleiben wir noch kurz in Photoshop. Seit kurzem erscheint beim Start der aktuellen Version eine Demonstration des Tools Generatives Füllen mit diesem Bild. Das Bild zeigt ein Haus in der isländischen Berglandschaft. Lassen wir doch mal spaßeshalber dieses Haus durch einen Rottweiler ersetzen. Ich kürze das jetzt etwas ab. Wir haben ja gesehen, dass es lange dauert. Und da haben wir ihn. Nur, dass der Rottweiler ebenso groß ist wie vorher das Haus. Gibt's keine Vergleichsobjekte, dann ginge das eventuell noch durch. Na, der sieht aber nett aus, sogar mit Leine. Das ist ein bisschen daneben. Aber den würde ich nehmen. Wären jedoch weitere Häuser vorhanden oder andere Vergleichsobjekte, dann würde es schon auffallen, dass es keinen hausgroßen Rottweiler gibt. Bei diesem Beispiel gäbe es in Photoshop nur die Möglichkeit, das Haus zunächst inhaltsbasiert zu entfernen, den gewünschten Hund entsprechend kleiner zu markieren und erneut generieren zu lassen. In Luminar Neo geht das Gleiche, indem wir das Haus mit GenArrays entfernen und mit GenSwap eine kleinere Markierung für den Hund schaffen.
Diese Verfahrensweise wird manchmal dann nötig sein, wenn das hinzuzufügende Objekt kleiner ist als das zu entfernende. Nur einen kleinen Teil des Originalobjekts jedes Hauses zu markieren, führt fast immer zu blöden Ergebnissen. Vielleicht wird die KI ja irgendwann mal so schlau, die richtigen Größenverhältnisse selbst zu bestimmen. In diesem Bild möchte ich nun den alten Kubaner-Schlitten durch einen Maserati-Sportwagen ersetzen. Hier haben wir wenigstens kein Problem mit den Größenverhältnissen. Ich markiere ihn. Inklusive des Schattens, ganz wichtig. Sonst bleibt der Schatten nämlich von dem Oldtimer bestehen. Und ich glätte das hier oben noch etwas und schreibe Maserati Sports Car. Ja, das sieht doch schon nicht schlecht aus. Sogar diese, ich setze die Auswahl wieder zurück, sonst stört das etwas. So, sogar diese Kontur dieser Säule des Hintergrundes ist durch das Fenster des Wagens zu erkennen. Ansonsten, der Schatten passt zum Auto und schauen wir uns an, was Photoshop daraus macht. Auch hier wähle ich etwa den gleichen Bereich aus, inklusive des Schattens. Wähle generative Füllung. Ja, da haben wir den ersten. So habe ich mir einen Maserati nicht vorgestellt. So etwas schon eher. Alle drei funktionieren. Auch hier wurde versucht, den Hintergrund herzustellen. Sogar mit Farbe, allerdings mit Artefakten, die auch nicht unbedingt so gut dazu passen. Hier ist der Hintergrund misslungen. Hier total misslungen. Aber dafür sind diese Bereiche der Säulen, die vorher markiert waren, recht gut getroffen. Dieses Bild scheint mir ein bisschen langweilig. Ich setze einen männlichen Hirschen in den Vordergrund. Hirschen, Hirsch, naja, egal. Also er darf etwa so groß sein und er soll gleich hier vorne stehen. Und ich schreibe Male Deer, männlicher Hirsch. Hoppla. Das mit dem Männlichen, das scheint die KI nicht so richtig verstanden zu haben. Es sollte nur einer sein. Hier ist ein männlicher und ein weiblicher Hirsch erschienen. Allerdings sehr stilisiert. Das sieht ein bisschen so aus wie aus dem Skizzenbuch. Mal sehen, was Photoshop draus macht. Hier markiere ich etwa den gleichen Bereich. Mail dir. So. Obwohl es die gleiche Basissoftware ist, die das verarbeitet, nämlich Stable Diffusion, haben beide das anders verstanden. Photoshop und Luminar Neo. Hier ist es wiederum ein weiblicher Hirsch, ein Female Deer und kein Male Deer. Und der Hinterlauf, der verschwindet ein bisschen arg hinter dem Moos oder was das auch immer sein mag. Schauen wir uns die anderen beiden noch eben an. Mal davon abgesehen, dass es ein Rehkitz ist und vielleicht ein Hirschjunges oder definitiv weiblich, sieht es ganz nett aus. Es ist nur leider nicht das, was ich eingegeben hatte. Ich habe festgestellt, dass man bei Personen noch etwas vorsichtig sein muss. Autos, Schiffe, Bäume, Pflanzen, auch manche Tiere haben wir gesehen, sind problemlos, vor allem Rottweiler. Menschen erscheinen dagegen etwas stilisiert wie Grafiken, wenig fotorealistisch. Es gibt zwar bereits KI-Software, die dazu in der Lage ist, doch vermute ich, dass es Kostengründe sind, die sowohl Adobe als auch Skylum davon abhalten, sich derer zu bedienen. Ist nur eine Vermutung, ich bin kein Fachmann auf diesem Gebiet. Ich möchte nämlich hier jetzt zwei Wanderer, die auf diesem Waldweg laufen, einfügen. Und schreibe für zwei Wanderer, die auf mich zulaufen, Two Hikers Walking Towards Me. Manchmal scheint es mir, dass die KI-Software sogar Gesichter meidet.
Vielleicht macht ihr ja andere Erfahrungen. Doch bei diesem Bild, in das ich eben zwei Wanderer einfügen möchte, die auf mich zukommen, hat sich die KI bisher geweigert, mir die Gesichter zu zeigen. Die Wanderer erschienen immer von hinten. Ich bin gespannt, wie es jetzt ausfällt. Erstaunlich, ne? Die Software lässt die Wanderer immer vom Betrachter weglaufen. Ganz nett eingefügt in die Landschaft, größenmäßig auch im Gegensatz zu dem Rottweiler, der das isländische Haus überdeckt hat, passend zur Umgebung. Aber es sind drei. Ich markiere in Photoshop den gleichen Bereich. Etwa so. Und Photoshop zeigt uns zwei Wanderer. In der zweiten Version sind es wieder zwei. Und hier sind es auch wieder zwei. Wie schon vorhin vermutet, alle miteinander laufen von mir weg und nicht wie angegeben auf mich zu. Jetzt nehme ich mal ein Bild, das mir Skylum zur Verfügung gestellt hat und möchte diese Wasserschildkröte ersetzen durch einen weißen Hai. Markiere zunächst großzügig die Schildkröte mitsamt Schatten. Vergrößere die Markierung allerdings noch etwas, da ein weißer Hai ganz sicher nicht die Form einer Schildkröte hat. Ja, das müsste reichen. Schreibe für großer weißer Hai Great White Shark with Open Mouth. Mit offenem Maul. Da wäre er, unser weißer Hai. Mit offenem Maul. Allerdings liegt er sehr stark auf dem Sandboden. Fairerweise, ich probiere das gerade nochmal. Ich nehme die Konstruktion zurück, nehme auch die Auswahl zurück und setze ihn mal hier oben rein. Die Schildkröte muss ich natürlich auch erwischen, damit die entfernt wird. Und mache es mal so. Auch dieser weiße Hai hat zwar ein wesentlich größeres Maul, aber er liegt immer noch auf dem Sandboden, was er in der Natur ganz sicher nicht tun würde, es sei denn, er ist tot. Ich markiere in Photoshop etwa den gleichen Bereich und gebe den gleichen Text ein. Der Photoshop-Hai liegt also auch unten auf dem Sand. Da sind gleich zwei, einer im Hintergrund. Ja, der ditcht nur kurz unten auf dem Sand auf. Der scheint noch eher schwimmen. Schön, dass wir bei Photoshop gleich drei Varianten zur Auswahl haben und müssen keine drei Durchläufe starten. Aber so richtig zufriedenstellend ist es nicht. Hier möchte ich jetzt gern den Himmel um einen Weißkopfseeadler bereichern. Ich markiere ein passendes Feld, den ein fliegender Adler eventuell einnehmen könnte. Markiere auch noch einen Teil dieser Bergspitze und schreibe Bald Eagle. So wird der Wappenvogel der USA dort genannt. Und da ist er. Seltsam, obwohl ich die Markierung sehr groß gewählt habe, ist der Adler ziemlich klein geraten. Hat die Färbung eines Weißkopfseeadlers, macht auf mich allerdings eher den Eindruck, naja, irgendein Vogel halt. Das gleiche in Photoshop. So, ein bisschen mehr. Ja, der gefällt mir etwas besser. Ist kein Weißkopfseeadler. Ist irgendein anderer, halt ein Schwarzkopf. Das ist einer. Ein bisschen besser getroffen als aus Luminar Neo heraus. Das Wasser dieses Sees ist ein bisschen trüb und sollte heiterer wirken. Ich habe den ganzen See bereits markiert, das war ein bisschen Fummelei, und schreibe für türkisfarbener klarer See den englischen Begriff. Nein, nur einmal, bitte. Und wir schauen, was aus dem Wasser wird. Das Türkisfarben ist sehr wörtlich genommen worden. Es ist ein bisschen unnatürlich türkis. Vielleicht hätte ich da blauer See oder blaues Wasser schreiben sollen. Bemerkenswert ist, dass die KI offenbar weiß, dass sich die Bergkulisse normalerweise im Wasser spiegelt, was sie vorher nicht getan hat.
Dieser graue Streifen hier unten, der war, als ich diese Aufnahme vorher schon mal getestet hatte, nicht vorhanden. Mag Zufall sein, mag damit zusammenhängen, dass ich eine Beta-Version habe, die in diesen Tagen noch deutlich verbessert werden wird, die eben noch nicht so richtig funktioniert. In Photoshop ist die Auswählerei etwas leichter, da wir hier eine Motivauswahlfunktion haben. Ich wähle diesen Bereich und die generative Füllung, die gleichen Worte. Dieses Türkis gefällt mir schon wesentlich besser. Allerdings hat das mit der Auswahl doch nicht so richtig funktioniert. Da oben sind unscharfe Kanten und was das hier rechts hinten sein soll, weiß ich nicht. Jedoch die Spiegelung der Berge im Wasser ist perfekt getroffen. Die zweite Variante ist etwa genauso daneben wie die aus Luminar Neo heraus. Kein Wunder, Stable Diffusion steht dahinter. Die dritte Variante hat hier auch wieder irgendwelche futuristischen U-Boot-Bauten. Ich weiß nicht, was es sein soll. Ja, die erste ist noch die ansprechendste, auch wenn das hier nicht so richtig funktioniert. Wir könnten jetzt nochmal auf Generieren klicken und es würden nach ein, zwei Minuten die nächsten drei Varianten erscheinen. Das schenke ich mir allerdings, es sollen ja nur Beispiele sein. Bei dieser Aufnahme möchte ich es jetzt mal andersrum machen. Die junge Dame soll nicht ersetzt werden, sondern die Steinmauer hinter ihr. Wodurch am besten? Na, ich markiere zuerst mal die Mauer. Ich habe diese Markiererei jetzt etwas abgekürzt, denn es war ein bisschen Gefummel. Ja, und mit was können wir die jetzt auffüllen? Ich würde sagen Bäume mit dichtem grünem Laub. Also trees with dense green leaves. Ja, genau das hatte ich befürchtet. Kopf und Haare sind ausgespart, sehen etwas seltsam aus. Der Rest wird schon passen. Ich nehme diese Konstruktion zurück. Nein, ganz zurück, die Mauer wieder dran. Und entsprechend mehr vom Haar markiert. So etwa. Der gleiche Text. Und das Ganze nochmal von vorne. Ja, das sieht doch schon wesentlich besser aus. Hier ist sogar noch etwas Haar hinzugefügt worden. In dem Bereich hier unten war nämlich nichts, aber das muss man nicht wissen, wie es vorher aussah. Ganz gut. In Photoshop das Gleiche. Hier wähle ich zuerst die Dame aus und kehre diese Auswahl um. Auch nicht schlecht. Die zweite Variante. Anderes Laub. Ja, ist mit den Haaren etwas naturgemäßer, weil diese Auswahlerei bei Photoshop etwas einfacher ist als mit Luminar Neo. Bei diesem letzten Beispiel möchte ich den Kopf der alten Dame durch den Kopf eines alten Arabers ersetzen. Und ich bin gespannt, ob ich den auch gleich von hinten sehe. Ich markiere die Dame etwas großzügiger. Schatten ist da kaum zu sehen. Also muss ich darauf auch nicht großartig achten. Und ich würde auf Deutsch schreiben, ausgemergeltes Gesicht eines alten Arabers. Ich nehme die englische Übersetzung. Und bin gespannt, was daraus wird. Und siehe da ein Gesicht von vorne. Ausgemergeltes Gesicht eines alten Arabers. Nicht schlecht. Beim zweiten Klick auf Swap erhalten wir dieses Ergebnis. Und beim dritten Klick sieht der alte Araber dann so aus. In Photoshop habe ich schon vorausgewählt und nehme wieder den gleichen Text. Nicht besser und nicht schlechter als die Variante aus Luminar Neo. Die zweite Variante ist nicht besonders alt. Ich wünschte mir einen alten Araber. Kann man nehmen.
Ihr habt gesehen, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, mit GenSwap ein Bild zu verändern. Die Qualität produzierter Ergebnisse ist eher dem Zufall zuzuschreiben als der Software selbst. Ob die Funktion von Luminar Neo ausgestattet wird oder von Photoshop, scheint zweitrangig. Der eigentliche Schöpfer sitzt auf einem externen Server und heißt Stable Diffusion. Ein entscheidender Vorteil bei Photoshop ist die Kreation von 3 Variationen in einem Durchgang. Wem dieser Luxus etwas mehr als 140 Euro pro Jahr wert ist, wird es von dort aus starten. Alle anderen bedienen sich der Funktion mit Luminar Neo. Mir ist schon klar, dass die Puristen unter Fotografen diese Art der Manipulation strikt ablehnen. Sie stellen die Frage, was hat denn das noch mit Fotografie zu tun? Oder auch, wohin soll das nur führen? Fast philosophische Fragen, deren Beantwortung ein Buch füllen könnte. Wisst ihr, Ende des 19. Jahrhunderts, als die Fotografie ihre ersten Gehversuche machte, stellten die damaligen Maler ähnliche Fragen. Wohin soll das führen und was hat das noch mit Malerei zu tun? Doch ist die Malerei deshalb ausgestorben? Nein, sie existiert parallel zur Fotografie. Ich denke mir, das sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob er KI-gesteuerte Bearbeitung mag oder nicht. Im Geiste sehe ich euch schon vor euren Rechnern sitzen und GenSwap testen. Es gibt, glaube ich, nur wenige Tools, die so zum Ausprobieren reizen. Die Möglichkeiten sind tatsächlich fast unbegrenzt. Selbst wenn wir immer wieder die gleiche Markierung und immer wieder den gleichen Text eingeben, erhalten wir doch jedes Mal unterschiedliche Ergebnisse. Wir brauchen dazu nur etwas Geduld. Habt ihr nun Luminar Neo abonniert oder habt ihr als Besitzer einer Lifetime-Lizenz den Creative Journey Pass bereits gekauft? Seht ihr ab 16. November beim Start des Programms die Aufforderung zum Update auf die neue Version und habt danach Zugriff auf GenSwap. Bitte denkt während des 16. November daran, dass die Erde rund ist. Wenn in Deutschland der 16. November anbricht, ist es in den USA, von wo aus diese Aktionen gesteuert werden, noch lange nicht der Fall. Also habt auch dabei bitte etwas Geduld. Vermisst ihr GenSwap nach dem Update? Dann habt ihr eine Lifetime-Lizenz, aber keinen Creative Journey Pass. Den Pass könnt ihr über den Link in der Videobeschreibung kaufen. Mich würde eure Meinung zu GenSwap interessieren. Gefällt's euch? Funktioniert's bei euch? Oder habt ihr Fehler bemerkt? Schreibt's mir doch bitte in die Kommentare. Und wenn euch dieses Video dann auch noch gefallen hat, zeigt's mir ruhig mit einem Daumen nach oben. Ansonsten wisst ihr ja, Abonnieren-Button drücken, Glocke aktivieren. Dann erhaltet ihr eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir erscheint. Vielleicht sehen wir uns ja dann bei meinem nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund. Tschüss!